Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, 7. Teil, ja, hat sich heute ein bisschen verschoben und wir wollen heute, ja, ich weiß schon, ihr wisst es schon, ja, ich weiß es auch, ja, logisch, irgendwie, wann, wer und wo, Termin, Erkennung und Treffpunkt. Ich habe eine Zuschrift bekommen im Kommentarbereich, ich möge doch bitte ein eigenes Wanderforum machen. Naja, wenn ich ein eigenes Wanderforum mache, dann werden wahrscheinlich sich nur 10 Leute dafür interessieren. So habe ich aber doch ein bisschen ein breiteres Publikum, welches vielleicht nachdenkt darüber, naja, vielleicht wäre Wandern und ein bisschen spazieren gehen, das muss nicht in den Bergen sein. Man kann ja bitte auch in einen Park gehen, man kann bitte auch, ich weiß nicht, Spaziergänge in irgendeine Innenstadt organisieren. Ja, warum denn nicht, oder? Nimmt man halt einfach weicheres Schuhwerk. Ja, ich wollte nur sagen, also das ist der Dr. Jaroslav Belski, ja, und hier ist ein Artikel in Wochenblick, also wenn das jemanden interessiert, ich hoffe, wie gesagt, sehr, sehr interessante Dinge, die hier laufen. Natürlich ist das alles nur von Toleranz gepredigt und man will ja wirklich immer nur das Beste. Ja, das wollten schon viele in der Geschichte auch zuvor und haben sich dann selbst ermächtigt, die schlimmsten Dinge zu tun. Am Samstag, kommenden Samstag um 13 Uhr Treffpunkt Thermalbad, Bad Vöslau, das ist das alte Bad, ja, das ist ziemlich genau, ich würde sagen, für mich ist das der Hauptplatz von Bad Vöslau und wir treffen uns bitte, ja, es ist ein geniales Foto, weil ich möchte nämlich den Treffpunkt hier an der linken Seite, ja, dass wir uns hier links treffen, schon ein bisschen die Straße hinaufgehend, weil dort geht es dann hinauf, dort ist dann unser Ziel. Es wird nicht so viel dieses Mal sein zu marschieren, also deutlich weniger als sonst, also eher entspannt. Ich wurde auch gefragt, ob es kindergartengerecht ist, kinderwagengerecht, ja, ob es kinderwagengerecht ist. Ja und nein. Die Hauptstraße Richtung Felsabbruch auf jeden Fall, aber danach gehen wir dann hinauf in Richtung Warte auch noch und zuvor noch die Nebellöcher und ich würde sagen, es wird ein bisschen durchwachsen sein. Also mit Kinderwagen wäre ich da doch eher skeptisch, also ich würde ihn dann doch lieber im Kofferraum lassen. Also wie gesagt, am Samstag eben in Bad Vöslau. Gut, worüber möchte ich jetzt noch reden? Ich wollte da noch etwas empfehlen. Ja, genau. Wetteradler, also sehr interessanter Text. Warning, non-ionizing radiation. Also Wetteradler, immer sehr, sehr interessante, sehr, sehr interessante Videos und auch sehr, naja, kommt sehr nahe der Wahrheit. Oder es ist die Wahrheit, ja, es ist die Wahrheit. Also ganz interessante Informationen. So, ein Hintergrundvideo schnell eingestellt. Und zwar haben wir für den 23. und das könnte schon sehr knapp heute werden, um 16 Uhr von der Martina Soffen eine Wanderung im Berchtesgadener Land, Parkplatz Gasthof Stauffeneck in 83451 Pieding, Schlossweg 4. Dann haben wir die Claudia, hat uns benachrichtigt, ihr Spaziergang um den Bachtelweiher, und zwar Raum Kempten, Treffpunkt Parkplatz Bachtelweiher Garten, findet am 25. um 15 Uhr statt. Danke Claudia, jetzt haben wir Klarheit. Dann Almut Ites hat für 26.08. um 15 Uhr Evenburg in Leer eine Wanderung angesetzt, Treffpunkt vor dem Eingang am Metalltor. Sie trägt einen roten Hut oder eine rote Mütze, je nachdem. Aches777 hat uns auch geschrieben, in Herzogenrath, Parkplatz Bergerstraße, am 28.08., also auch am Samstag, um 17 Uhr, doch ein später Treffpunkt. Also wer einkaufen möchte, hat noch genügend Zeit. Und Spaziergang um die Weiheranlage. Ich weiß nicht, ob das nicht schon ein bisschen zu spät ist, aber das überlasse ich natürlich euch, weil wir gehen jetzt ja doch in den Herbst hinein. Die Alexandra unter Alex O. hat den Begriff Platte präzisiert. Ja, ich habe nicht gewusst,
dass das ein bekannter Begriff ist. Und zwar liegt die zwischen Wiesbaden und Taunusstein vor dem Restaurant. Und zwar am 29.08. um 13 Uhr, also am Sonntag, geht's los. Und sicher nicht, hat sich herausgestellt, das ist eine junge Dame, das ist die Bianca. Und zwar möchte sie jeden Sonntag zwischen 12 und 14 Uhr Sport im Freien betreiben. Und ich glaube, sie hat auch geschrieben, also wenn es regnet, bitte nicht, also jeden trockenen Sonntag, Wien-Breitenleerstraße, dort eben, wo diese Autobahnauffahrt und Abfahrt ist, sehr markanter Punkt, leicht am IKEA zu erkennen. Und sie hat geschrieben, Treffpunkt Holzhütte. Also ich glaube, jeder, der dort in der Nähe ist, wird sie schon finden, weil am Sonntag werden dort nicht allzu viele Fahrzeuge vorhanden sein. Und ich erinnere noch einmal, also das heißt, jetzt muss ich kurz nachdenken, hui, das kommt mir ein bisschen zu schnell. Den wievielten Samstag haben wir, John Kuba bietet an, diese Pilztouren. Ich werde das hier kurz mal ausblenden und schaue mir mal den Kalender an. Der 28., ja, der wievielte Samstag ist das? Der 1., 2., 3., das wäre ein 4. Samstag. Wäre das dann richtig, lieber John, dass du dich um 10 Uhr treffen würdest? Stimmt das oder gilt das nur für 1. und 2. Samstag? Bitte auch hier kurz Klärung. Danke, gut, das war's. Kann ich wieder hier wegtun, den Kalender. Und dann heute weiter zum 8. und hoffentlich besten Teil oder auch nicht, weil heute haben wir viel Konkurrenz gehabt. Gut, weiter zum Teil 8. Ende.